Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Denn wo ist ein Übersetzige zum Jesus kommen? Der ist vor dem Panik nicht und hat gesagt, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Der Jesus hat Mitleid mit dem Kerl, hat sie Hand ausgestreckt, hat einen Arm gerührt und gesagt, ich will's machen, wir süfer und rein. Und wo er das so gesagt hat, ist der Übersatz gleich von ihm weggegangen und der Mann ist gesund gewesen. Jesus hat ihn bedroht und hat ihn fortgeschickt und zu einem gesagt, schau zu, dass du keinem davor etwas sagst, sondern geh, zeig dir den Priester und Opfer für deine Gesundheit. Das, was der Moses verordnet hat, der zum Zeugnis. Wo der Mann aber davor gesegelt ist, da hat er alle davor erzählt und hat die Geschichte überall wieder erzählt. Und sie ist wieder erzählt worden und darum hat von jetzt an der Jesus nimmer am Tag in Stadten gehen können. Er ist draußen gewesen an einem einsamen Fleckchen und die Leute sind zu ihm gekommen von allen Ecken und Enden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Was? Noch nie eine Frau im Mut gesehen? Ach so, Frau, die predigt. Ja, stimmt, das ist eher selten. Aber an mir liegt es nicht. Es ist Fasnacht, da passiert es so Sache. Da müssen wir jetzt halt durch. Ich habe Gedichtle gemacht zum Evangelium auf Hochdeutsch, damit das auch verstandet. Wir sind jetzt richtig wenige hier. Der Virus hat keine Chance dahin. Aber das heißt auch, dass ich für drei lachen müsste, kriegt oder sie? Naja, das war jetzt mal ein Versuch. Also, aufpassen. Was tut er bloß, der Kranke da? Kommt einfach so ganz dicht und nah? Weiß er denn nichts von Abstand halten? Er lässt gar keine Vorsicht walten. Und Jesus selbst mit seiner Hand berührt ihn einfach aus dem Stand. Das muss einen jetzt doch wirklich verstören. Jetzt kann man noch nicht einmal das Evangelium hören, ohne gleich an Corona zu denken und den Blick auf Abstandsregeln zu lenken. Dieses Jahr hat uns wirklich versaut und jegliche Nähe zum Nächsten verbaut. Ob wir uns jemals wieder fassen, vom anderen nicht die Finger lassen, uns fröhlich in den Armen liegen, im Takte zur Musik uns wiegen. Wir brauchen die Nähe, ganz krank sind wir schon. Ach Jesus, erlöse uns von dieser Frucht. Virus Nummer 1.
Pandemisch zeigt sich aller Orten hoch ansteckend unter den Virussorten der Missmut als ein Phänomen und das wird langsam unbequem. Die Geduld ist weg, die Stimmung mau, die Welt zeigt düster sich und grau. So ziehen wir uns gegenseitig runter und gehen in der Depression voll unter. Ach Jesus, bitte, sieh doch unsere Qual und hol uns raus aus dem Jammertal. Virus Nummer 2. Unter den potentesten Viren für wahr ist die Besserwisserei ein wirklicher Star. Egal ob einer bekämpft die Pandemie oder diskutiert die staatliche Impfstrategie, ob er spricht über Freiheit und Bürgerrechte, Verschwörungen und finstere Mächte, er hat Recht und er weiß alles besser und bekämpft die anderen bis aufs Messer. Ich weiß Bescheid, nur ich habe Recht und alle anderen sind dumm oder informieren sich schlecht, sagt er und beharrt ganz versessen und hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Hier ist es wohl kaum mit Mitleid getan, gegen dieses Virus kommt man nur energisch an. Ach Herr, wie wär's mit einem Donnerwetter? Hier bräuchten wir schon einen himmlischen Retter. Darf ich vorstellen? Die Nummer 3. Bei den beliebtesten Kirchenviren vorne dabei. Mit diesem Virus reagiert man allergisch auf alles, was neu und protestiert energisch. Weltliche Musik im Kirchenraum, so infiziert erträgt man das kaum. Gottesdienst im Internet, was für ein neumodisches Gefrett. Eine Frau, die predigt, um Himmels Willen, bei diesem Thema alle Alarmglocken schrillen. Allerdings zeigt sich auch ganz klar, dieses Virus ist keine große Gefahr. Nur wenige stecken sich an, der Inzidenzwert ist klein. Dieses Virus verschwindet von ganz von allein. Nun reden ja alle von Mutationen und ergehen sich in wilden Spekulationen. Für die Kirche ist klar, die sind schon längst hier und nicht nur eine tummelt sich im Revier. Das ist ein ganzes Virenkompott, das die Kirche infiziert. Ach du lieber Gott, ich mag das jetzt gar nicht gründlich sezieren. Mir wird schon ganz schwindlig von all diesen Viren. Ach Herr, leg Hand an, Heilung tut Not, sonst ist die Kirche in Kürze tot. So rufen und klagen wir in Sorge vereint, hab Mitleid, o Jesus, ja, du bist gemeint. Und stellt euch vor, Jesus erscheint heute und hier und spricht zu uns, zu mir und dir. Er lächelt und schaut ganz versonnen. Das könnt ihr doch selber. Ihr habt schon begonnen. Ihr haltet zusammen und seid einander nah. Wenn einer in Not ist, dann seid ihr da. Und auch die Nörgler und miese Peter finden Gehör. Eurem Pfarrer fällt das ja gar nicht schwer. Ihr probiert Neues aus dem Stand, habt ein weites Herz und auch Verstand. Und sicher hilft mitunter herzliches Lachen und manchmal mutig Fehler machen. Ja, mit Geduld die Trübsal flieht und mit langem Atem Heilung geschieht. Und heute sage ich, ihr müsst auch nicht schweigen, ihr müsst euch noch nicht mal den Priestern zeigen. In Sachen Krankheit sie sich gar nichts schenken. Da braucht man nur an
anderen Wölkchen zu denken. So spricht zu uns Jesus und fasst uns am Arm, und da drin im Herzen wird's ganz warm. Uns erfüllt großes Gottvertrauen, wir können auf ihn und aufeinander bauen. Und wie der Kranke im Evangelium rennen wir dann in der Gegend rum und erzählen, dass uns ein Wunder geschah, und die Leute hören's von fern und von nah. Ganz klar, jetzt sind wir alle dran und wir verstehen, es kommt auf uns an.